So, Abkürzung genommen, jetzt können wir hier rein. Er ist nämlich weg vom Fenster. So, jetzt gehen wir hoch. Warte mal. Vielleicht. Oh, Post für Nummer 7. War nicht Check Nummer 7. Aber da. Nehmen wir das mal mit. Ich denke, ich sollte ihn öffnen. Was ist schon dabei? Nehmen wir das auch mal mit. Boah, ich glaube. Boah, warte einmal. Geht es? Ich glaube, Gut, wir lagen, das jagen jetzt hier Räucherstäbchen oben glimmt. alles in die Luft. Oh ja. Ich sehe auf. Ich dachte, wir können das jetzt in die Luft jagen. Ist ja überschmal. Eigentlich wollte ich Scheiße sagen, aber. Oh, jetzt ziehen wir uns mal um. Ob Jack hier wohl Kleidung reingetan hat? Ach ja, welche Brief will ich angucken? Eine Information für Jack. Ich soll sie ihm hinterlassen, wenn ich herausgefunden habe, dass er einen Auftrag hier auf der Insel hat. Machen wir das halt irgendwo hin. Ich muss erst herausfinden, ob Jack mit der ganzen Sache etwas zu tun hat. Und jetzt? Eine metallene Lampe, die Licht spendet, wenn sie denn mit Öl gefüllt ist. Terpentin ist doch so was ähnliches Nachgefüllt. wie Öl, oder? Juhu. Ah, für das Klemmstängel. Mit den Brandschutzvorschriften wollen wir es heute mal nicht so genau nehmen. Hihi. Wie süß, ein ausgestopfter Papagei. Eine Information für Jack. Ich soll sie ihm hinterlassen, wenn ich herausgefunden habe, dass er einen Auftrag hier auf der Insel hat. Ich muss erst herausfinden, ob Jack mit der ganzen Sache Na, etwas zu... finden wir Ein das alter, heraus. abgenutzter Seesack. Ein Und alter, jetzt? abgenutzter Seesack. Benutze Köder für Check mit Angriff. Sollen wir es verbrennen? Verbrennen wir es. Nein, die macht es. Man macht es nicht. Doch, macht es. Naja, gut. Das funktioniert so nicht. Jetzt habe ich gerade wieder voll im Blackout. Was mache ich? Was mache ich? Ach, warte mal. Habe ich das jetzt... Hab ich den Brief jetzt nicht mitgenommen? Nö. Das Lesen ist ein hier. königlicher Brief nur. Was steht drin? Ja, les. In bestem Zustand. Nanu, das Blatt scheint leer zu sein. Es riecht aber nach Zitrone. Sehr verdächtig. Da Irgendwas steht etwas von im... einem Auftrag Ihrer Majestät. Der Empfänger der Nachricht soll wichtige Nachforschungen über den Doktor einholen. Das ist es. Jack scheint eine Mission zu haben. Ich sollte den Köder auslegen. Dann steht da noch, dieses Dokument wird sich in 10 Sekunden selbst zerstören. Huch! Nichts Besonderes. Okay. Dann machen wir das mal auf den Tisch, weil jetzt hat sie ja ihre Zeug. Nun gut, Jack. Was geschah am 6. November 1871?
Ich weiß es auch nicht, aber wenn der Doktor recht hat, dann hat dieses Datum für dich eine ganz bestimmte Bedeutung. Blöde Kuh eigentlich total. So, gehen wir mal wieder. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Mira? Was heißt denn jetzt wieder nein? Nein heißt nein und damit basta. Was für ein harter Brocken. Und jetzt? Vielleicht sollte ich einfach eine Nacht drüber schlafen. Ja, das heißt, ab ins Dorf. War das die oder die Richtung? Die Richtung. So. Gehen wir mal ins Dorf. Aber eigentlich... Oh. Er sieht, dass frei ist jetzt. Weiter, weiter. Hey, Hilfe! Hört mich jemand? Das sollte ich mir genauer ansehen. Hä? Oh. Oh, der Murphy. Wie kommt der? Das hilft mir vielleicht weiter. Hallo? Hallo? Ein riesiges Gepäckstück. Ein riesiges Gepäckstück. Hey, wie kann ich... Hallo? Ah. Oh, hallo. Hör doch auf jetzt. Check, Mann. Ah, echt. Hey, du. Hilf mir runter, schnell. Jo, komm. Was bekomme ich dafür? Bekommen? Du frecher Lümmel, was fällt dir ein? Entweder du machst mich sofort los oder sonst... Oder sonst was. Jetzt reicht's mir langsam. Ich werde dir eine ordentliche Tracht Prügel verpassen, Bursche. Sobald ich hier runterkomme. Da lass dich wohl hier hängen. Dann lass ich dich wohl lieber hängen. Jetzt komm schon, so war das auch wieder nicht gemeint. Lass mich runter, ja? Okay, wir haben hier ein Messer dabei und... Und viel Spaß beim Fliegen. So. Wo ist er denn? Ah, da unten liegt er. Ah, hallo? Aha, jetzt. Jetzt haben wir's. Ja, wo ist er denn eigentlich? Jetzt schon wieder weg. Läuft der jetzt automatisch? Naja, gehen wir ins Dorf wieder. Oh oh. Oh nein, was ist nur passiert? Alles ist abgebrannt. Ja. Nanu, was steht denn da? 6. November 1871. Wer hat mir das hier hinterlassen? Und warum? Was ist an diesem Datum passiert? Ich muss herausfinden, was es damit auf sich hat. Wo könnte ich wohl nachfragen? Irgendwas ist total seltsam. Alles ist abgefackelt, nur der Brief nicht. Ein ziemlich angebranntes Möbelstück. Peanut ist nicht mehr. Er hat aufgehört zu sein. Okay. Hä? Nimm Nagel. Der könnte noch nützlich sein.
Nehm ihn mit. Den auch. Hallo? Und den auch. So. Gehen wir mal raus, ja? Ein ziemlich angebranntes Möbelstück. So. Runter, runter. Und anders immer noch hinten. Musst du zusehen, wie es brennt. Ach je, der Arme. Eigentlich nicht. So. Was ist das? Ein loses Teer. Okay. Als erfahrener Kapitän weiß ich, dass Teer zum Abdichten von Schiffen verwendet werden kann. Okay. Oh, da haben wir doch ein Loch. Oh. So. Sprechen wir mal mit denen nochmal. Tag, Herr Engländer. Was ist nochmal eure Aufgabe hier? Ah, wisst ihr, was 1871 im November geschehen ist? Natürlich. Alle Ereignisse werden genauestens vermerkt. Wir führen eine Dorfchronik. Da müsste es eigentlich drinstehen. Werfen Sie ruhig einen Blick hinein. Und wenn Sie noch Fragen haben, geben wir Ihnen gern Auskunft. Dazu sind wir nämlich verpflichtet. Das ist eine Chronik aus dem Jahr 1871. Aber ausgerechnet die Seiten über November fehlen. Jemand hat sie herausgerissen. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Sprechen wir noch mit Ihnen? Tag, Herr Engländer. In der Chronik fehlt der November. Was? In unserer schönen Chronik fehlen Seiten? Jemand, der sie zuletzt geliehen hat, muss sie beschädigt haben. Ein kurzer Blick in die Verleihliste macht folgende Personen zu Verdächtigen. Signore Gopesch, Lady Rupia und Großmutter Luise. Großmutter Luise war wer? Irgendeine da drinne? Rupina. Die zuckt nicht mal mit der Augenbraue, wenn's hart auf hart kommt. Reden wir mal mit ihr. Hallo, kann ich weiterhelfen? Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Ich hatte sie mal, ja. Aber nur kurz, um herauszufinden, wann ich das letzte Mal mit dem alten Gopesch beim Richter war. Ich habe sie in bestem Zustand zurückgegeben. Gut, dann scheint es so, als wäre sie es nicht gewesen. Oh, reden ja mit unseren Kollegen hier. Einer meiner zwei vertrauenswürdigen Begleiter. Mordsvertrauenswürdig. Luise. Eine liebenswerte alte Dame. Na, da unten war das Scheiß, wo er uns andrehen wollte. Nein. Oh. Pupf. Oh, jetzt hat er auf. Hat er auf. Zum Supermarkt. Zur Passage gehen wir zum Supermarkt. So. Jetzt hat er auf. Oh, ein großer, solider Hammer. Hey, einfach so werde ich dir den Hammer sicher nicht geben. Na, den Pinsel werde ich sicher nicht verschenken. Ist mir schon klar. Hallo, Signore. Was kann ich für dich tun? Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes gesehen? Einen schönen Laden haben Sie da. Alles nur Tarnung, damit niemand hinter die wahren Geschäfte kommt, du verstehst. Ja, ja. Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Die hatte ich tatsächlich mal. Ging um einen alten Streit. Habe sie aber rechtzeitig und in bestem Zustand zurückgebracht. Okay. Mehr oder weniger interessante Haushaltswaren. Und jetzt? Hm.
Ist doch alles dumm. So kommen wir nicht weiter. Hallo? Ah, reden. 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 Ich will mit euch reden. Schau mal, unser ehemaliger Kapitän. Da seid ihr, ihr Monteure, ihr Verräter, teillos Matrosen, ihr Drückeberger. Da seid ihr ja, ihr Meuterer. Meuterer? Wir haben uns erst abgesetzt, als es gar kein Schiff mehr gab. Und als wir endlich etwas Kohle verdienen konnten. Okay. Ich bin immer noch euer Kapitän. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, dass wir gekündigt haben. Wir haben das sinkende Schiff verlassen, war doch eindeutig. Oder sollen wir noch etwas Schriftliches einreichen mit 7 Durchschlägen? Okay, vergesst es. Ihr hättet mich gefälligst mitnehmen müssen. Der Kapitän geht mit seinem Schiff unter. Das gehört sich so. Komisch. Aber irgendwie steht der Quick lebendig vor uns. Wo ist Amanda? Wo ist Amanda? Die ist in den Dschungel verschwunden. Hatte es eilig. Erzählte irgendwas von einem Vorstellungsgespräch oder so. Die wird es mal weit bringen. Wir sprechen uns noch. Wir werden uns erstmal eine neue Arbeit suchen müssen. Ja, von ihm habt ihr eh kein Geld bekommen. So. Sprechen wir nochmal mit der Luisa. Die hat's nämlich der Luise bestimmt. Ich bin immer noch wütend darüber, dass ich aus Versehen den Elefantentreiber entlastet habe. Tja. Ja, schlimm. In der Tat. Oh. Ich bin immer noch wütend darüber, dass ich aus Versehen den Elefantentreiber entlastet habe. Ja, schlimm. Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Ja. Wieso? Die Seiten über den November 1871 fehlen. Ach was. Wie kann das nur sein? Das frage ich mich auch. Tja, mein Junge, darüber liegt eben der Mantel des Schweigens. Oh. Das ist eine Chronik aus dem Jahr 1871. Aber ausgerechnet die Seiten über November fehlen. Jemand hat sie herausgerissen. Was mache ich denn jetzt? Jetzt fehlt November. Toll. Geh mal drunter, wir waren da nämlich schon Ewigkeit nicht mehr. Ein kaputtes Boot. Mein schönes Beiboot. Das könnte später wichtig sein. Mein schönes Beiboot. Später. Es ist leck. Okay. Okay, so, jetzt nehme ich schon über eine Stunde auf. So langsam reicht es dann auch mal wieder. Aber es sind im Moment eh nur 4 Folgen. Aber ich muss noch Diablo Minecraft aufnehmen. Jetzt spiele ich noch ein ganz klein bisschen und... Hier ist dann glaube ich nichts mehr. The Metzger. Aber warte mal. Haben wir schon mit dem Ding da geredet? Hier oben war ich noch. Wollte ich doch mal drauf nochmal. Ja, komm, gib Gummi, Junge. Manchmal will er einfach nicht. Oh. Reden wir mal mit dem Pondu. So. Schön, dich zu sehen. Bis später. Gehen eine Leine, durch. Um Wäsche zu trocknen. Können hier nicht durch, ne? Klingeln wir mal? Nicht mehr nötig. So.
Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Mit wem kann man noch alles reden? Mit ihr haben wir, mit Lawrence und Erik haben wir auch geredet. Mit dem kleinen Mann auch. Komm, gehen wir mal den Metzger. So, ich glaube, der Schulter hat sowieso noch einen Gefallen. Den darf er gerne einlösen. Der dicke Metzger. Vergammelte Fleisch. Der Schurke hat nichts im Angebot für dich. Bis später. Aber was habe ich denn gerade für einen Scheiß gesagt? Oh. Naja. Kann man nicht mitnehmen. Dann gehen wir mal hier durch. Und vielleicht kann man dann da doch mal hochgehen. Vielleicht. Ich bin doch hier schon mal hochgelaufen. Aber ich glaube, gebracht hat es mir nichts. Geh mal da rein und was passiert jetzt? Es dampft aus dem Schornstein. Irgendwas spinnt wieder im Hintergrund. Ja, wie kommen wir jetzt hier durch? FPS, was ist mit dir los? Ich glaube, Zeit zum Beenden der Aufnahme. ja, dann würde ich mal sagen, ich bleibe jetzt hier stehen, beende somit mal die Aufnahme und ich würde sagen, ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wird hoffentlich schon bald sein, ja, gut, ich hoffe, es hat gefallen, wenn ja, dann halt abonnieren und so, ist klar, und über mehr Kommentare würde ich mich echt mal freuen. Also wenn ihr es anschaut, schreibt in die Kommentare. Gut, Tschüsskowski, bis dann. Tschüss.